Vor 2 Tagen hatte ich einen emotionellen Moment. Die Führungskräfte der medizinischen Fakultät von Maribor und Ljubljana trafen sich, um über Zusammenarbeit zu sprechen. Das Treffen fand am Institut für Anatomie der medizinischen Fakultät in Ljubljana statt. Als ich dort saß, schossen mir Erinnerungen das schwerste Jahr meines Lebens durch den Kopf. Genau hier, vor genau 32 Jahren, fragte mich ein Professor des Instituts: Kollege, wissen Sie vielleicht, was das slowenische Wort Dreck bedeutet? Ich wusste das nicht, und als ich den Kopf schüttelte, übersetzte es und fügte hinzu: Kollege, stecken Sie bis Hals in Schwierigkeiten. Als ausländischer 19-jähriger Student setzte ich zum ersten Mal hier einen Fuß in das Gebäude, um die Anerkennung meiner Prüfungen aus dem ersten Jahr der medizinischen Fakultät Tuzla zu beantragen. Der Unterschied zwischen den Programmen war enorm und ich stand vor einer gewaltigen Herausforderung. In einem akademischen Jahr musste ich alle Prüfungen sowohl des ersten als auch des zweiten Jahres bestehen, der schwersten Jahren des Medizinstudiums. Und das war eine Bedingung, um mein Studium fortzusetzen. Und das musste ich ohne jegliche Vorkenntnisse der slowenischen Sprache schaffen. Mit der Unterstützung der Professoren, die zu mir standen, und der Hilfe der Mitbewohner schaffte ich es, alle Prüfungen in einem Jahr zu bestehen. Das war alles andere als einfach. Ich habe in meinem Leben nie eine größere Herausforderung gemeistert. So danke allen an der medizinischen Fakultät für die Unterstützung. Ohne ihre Hilfe wäre ich nie da, wo ich bin.